So, herzlich willkommen zu meinem Let's Play Eagle Flight. Ich habe ja gesagt, dass ich das Spiel zocke, sobald ich es habe. Menschenskinder. Also das sieht ja schon Hammer aus. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich gucke das erste Mal rein. Das heißt, ich spiele das Spiel blind. Ich mache jetzt alles mit die das gucken, alles zum ersten Mal. Oh, ich freue mich schon drauf auf das Spiel. Wow! Ja. Drücke eine beliebige Taste, um abzuheben. Okay. Das ist ja irre. Da liegen die Eier. Da sind zwei Tauben. Da ist Mama, Adler, keine Ahnung. Okay. Dann drücke ich mal. Mal gucken, was passiert. Okay. Kann ich schon irgendwas machen? Nein. Ich kann nur den Kopf bewegen. Muss ich irgend... Also ich fliege, aber... Da mache ich scharfe Kurve mit, wenn ich den Kopf nach rechts mache. Die Sonne erwacht über dem wunderschönen Paris. Die Menschen haben diese Weltstadt schon lange verlassen und die Wildnis hat die Straßen zurückerobert. Rehe und Wölfe leben nun hier und teilen sich den urbanen Dschungel mit exotischen Tieren, ehemaligen Zoobewohnern. Räuber suchen nach ihrer nächsten Mahlzeit, Aasfresser weiden sich an den Resten eines gerissenen Tiers und im Schatten lauern andere Gefahren. Dies ist erst der Beginn deiner Reise. Doch bald wirst du deinen Platz in dieser Welt einnehmen. Okay, also dieses Fluggefühl. Wah! Boing. Du bist verunglückt. Okay, naja, muss man ja mal machen, ne? Die Sonne erwacht über dem wunderschönen Paris. Die Menschen haben diese Weltstadt schon lange verlassen. Und die Wildnis hat die Straßen zurückerobert. Rehe und Wölfe leben nun hier und teilen sich den urbanen Dschungel mit exotischen Tieren, ehemaligen Zoobewohnern. Räuber suchen nach ihrer nächsten Mahlzeit, Aasfresser weiden sich an den Resten eines gerissenen Tiers und im Schatten lauern andere Gefahren. Dies ist erst der Beginn deiner Reise, doch bald wirst du deinen Platz in dieser Welt einnehmen. Adler wenden, indem ich den... Ah, ich bin eine Kehrtwende geflogen, okay. Jetzt neige nach rechts. Ah, okay. Also mit L2 und R2 steuerst du deine Flug, was? Schneller werden, okay. Das heißt, versuchen wir normal schnell zu fliegen, ja. Halte L2 gedrückt, um langsamer zu werden. Okay. Abbremsen hilft, präzise Wendungen zu fliegen. Und schon eine Trophäe erhalten. So, was habe ich hier denn? Du bist, das ist dein Nest. Aha. Das ist dein Nest. Fliege durch das Symbol, um zur Lobby zurückzukehren. Drücke X, um fortzufahren.
Das ist mein Nest, okay. Da ist mein Nest. Damit fliege ich schnell. Damit wieder normal. Hiermit bremse ich ab. Ja, was soll ich jetzt machen? Oh, das ist schon ein irres Gefühl hier. Hallo? Ein Elefant. Jetzt mache ich meine Kurve. Mal machen wir ein bisschen Power. Ja. Giraffen, schön. Ob sie wohl die Stadt 1:1 nachgebaut haben, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. So, was muss ich jetzt machen? Muss ich überhaupt irgendwas machen? Mal langsamer werden. Fliegen wir gleich ein paar Federn weg. Oh, ist das geil. Das ist ja so geil. Aber der Pfeil zeigt mir nach da. Ja, aber was muss ich denn da machen? Ach, da unten ist das Nest. Muss ich da reinfliegen oder was? Nach oben. Ach, ich musste da durchfliegen, okay. Ja, muss man erstmal rausbekommen, ne? Jetzt bin ich wieder hier. Ah, jetzt geht's los. Online-Spiel, Kämpfe in einem 3-gegen-3-Match. Ja, das fand ich natürlich, dieses Online, das ist ja wie Catch the Flag von Call of Duty. Und das macht mit Sicherheit richtig Laune. Tutorial fliegen lernen, Optoption. Gucken wir mal, was da drin ist. Was ich da einstellen kann. Deutsch müsste eigentlich schon eingestellt sein. Neigeempfindlichkeit. Ja, ich glaube, das könnte ich. Ich glaube, das erhöhe ich mal ein bisschen. Ach so, da muss ich. Ich mache mal 8. Musik ist okay. Fadenkreuz. Ausblenden ein. Na gut, noch brauche ich ja kein Fadenkreuz, ne? Zurück zum Hauptmenü. Ah, Fadenkreuz, ausblenden. Ja, zurück zum Hauptmenü.
Also auch hier steuere ich meinen Punkt mit dem Kopf. Online werde ich natürlich nicht spielen. Freier Flug erkunde die Stadt. Ja, das habe ich gerade gemacht. Ja, ich würde sagen, ich fange einfach mal mit dem Story-Modus an und gucke mal, was mir da vorgegeben ist. Und darauf, auf das Online-Spiel, freue ich mich ja gewaltig. Ich hoffe, dass das Spiel viele Leute gekauft haben und nicht, dass dann keiner in der Lobby ist. Aber machen wir erstmal Story-Modus. Mal gucken, was passiert. Ubisoft präsentiert. Eine Ubisoft Montreal Produktion. Hungrig und allein im Dunkeln treibt dich dein Instinkt hin zu Wärme und Licht. Jemand wartet da draußen in der Welt auf dich. Deine Mutter und dein Vater. Und noch jemand. Familie. Seit vielen Jahren schon fliegen deine Eltern über Paris und wissen alles Nötige über die Stadt. Jeder Bezirk ist voller Leben. Jäger und Gejagte, dunkle Winkel und sichere Zufluchtsorte. Eines Tages wirst auch du sie alle kennen. Elefanten versammeln sich gern am Louvre. Hier sind die Wasserläufe voller Fische. Aber gib Acht auf die opportunistischen Geier. Einst Zeugnis menschlicher Baukunst wurde der Eiffelturm von der Natur zurückerobert. Noch immer ist die Aussicht von hier oben herrlich, doch nur für die Vögel, die hier nisten können. Um die Kirche Sacré-Cœur herum hausen Krähen, die die schmalen Gassen gerne nutzen, um Beute zu jagen und Räuber auszutricksen. Auch Bären mögen die Höhlen unter dem Hügel. Die schattigen Torbögen und Steindecken des Pantheons sind das ideale Refugium für die Fledermäuse der Stadt. Oft streifen Wölfe durch die angrenzenden botanischen Gärten, die inzwischen mehr Dschungel als Gärten sind. Endlich Notre Dame. Dieser Teil der Stadt war schon immer ein Rückzugsort. Eine Zuflucht inmitten geschäftiger Straßen. Hier bist du zu Hause. Ach. Okay. In die Lüfte erheben. Das war Kapitel 1. Okay, da bin ich noch ein bisschen durch die Gegend geflogen und dem blauen Symbol hinterher. Mama oder Papa, keine Ahnung. Egal, weiter geht's.
Paris hat sich seine Pracht auch unter der Herrschaft der Tiere bewahrt. Die Natur kann hier wunderschön, aber auch grausam sein. Doch du wirst deinen Platz finden. Deine Flügel werden stärker und langsam eignest du dir alles an, was du als Weißkopfseeadler brauchst. Ach so, der Lichtstall zeigt an, wo die nächste Story-Herausforderung wartet. Ich habe ja bis jetzt noch keine gehabt, ne? Ich bin ja nur durch die Gegend geflogen, aber das muss man ja auch, um alles kennenzulernen. Ich glaube, die Karte, ich weiß nicht, wie groß die ist, aber na, ich lasse mich mal überraschen. Wenn ich jetzt hier durchfliege, was ist dann? Ach so, dann bin ich wieder hier. Okay, muss ich jetzt wieder da drauf? Alles klar, muss man ja alles mal ausprobiert haben. Zack. So, das ist dann wohl die erste Herausforderung. Andere Tiere haben sich in diesem Bezirk angesiedelt. Sehen wir sie uns an. Trifft die Elefantenfliege für einen Tempobonus durch die Mitte der Ringe. Mhm. Ja, okay, da hätte ich links ausweichen müssen. Du bist verunglückt. Ja, das ist doch ein bisschen schwieriger. Also nochmal das Ganze. Weiß ich Bescheid. Nein, das war auch nichts. Vielleicht müsste ich da etwas langsamer werden. Naja, okay, nochmal. Das macht ja Spaß, ne? Also ist gar nicht schlimm, wenn man hier was wiederholen muss. Übt man gleichzeitig ein bisschen. Ich weiß gar nicht, ob das hier auch nach Zeit geht, aber das macht schon irre Spaß. Das ist so geil.
Das war einfach, ja. Okay, 3 Sterne trotzdem gekriegt. 3 Sterne. Ah, jetzt bin ich ja richtig motiviert. Ich habe 3 Sterne gekriegt. Zurück zum Intro. Fortfahren, neuer Versuch. Nein, fortfahren, ne? Fortfahren. Fortfahren. 3 Sterne. Haha. Juhu. Zweite Herausforderung. Boom. Wie jedes Lebewesen brauchst auch du ein sicheres Heim. Sammle Federn in deiner Gegend, um dein Nest auszubauen. Okay, die muss ich ja nur suchen, ne? Oder? Ah. Da ist eine. Na, ich fliege erstmal nach oben. Oh, scheiße. Jetzt wollte ich da nochmal durchfliegen. Muss ich jetzt von vorne anfangen? Ja, Tatsache. Ich muss noch von vorne anfangen. Okay. Oh, den habe ich nicht erwischt. So, jetzt versuche ich das nochmal. Ja, siehst du? Jetzt geht das doch.
Ja, wusste ich doch, dass sie da einen versteckt haben. So, runter! Oh, das macht schon Spaß, ehrlich. Also es gibt ja hier keine Hinweise oder irgendwelche Sachen, die darauf hindeuten, wo die Federn sind. Aber so ganz fies versteckt haben sie sie wohl nicht. Da ist die letzte. Drei Sterne. Einfach. Ja. Fortfahren. Neues Sammelobjekt. Du kannst jetzt in der ganzen Stadt Federn sammeln. Ja, warum soll ich das machen? Mache Fortschritt im Story-Modus, um neue Kapitel und Herausforderungen freizuschalten. Drücke X, um fortzufahren. Ja. Okay, sammle Sterne, um Expertenherausforderungen freizuschalten. Ach, okay, jetzt haben sie da ein neues Schild, ja. Wo noch ein Schloss vor ist. Wenn ich das freischalten will, muss ich Herausforderungen schaffen. Ja, kein Thema. Machen wir doch. Notre Dame. Halte gedrückt, um deinen Fortschritt in der Herausforderung in der Nähe zu sehen. 0 von 20. 29%. Ich brauche 20 Federn. Okay. Was ist das? Das war doch auch eine Herausforderung, ne? Die Tunnel in diesem Bezirk können erkundet werden. Der Wind, der durch deine Federn rauscht, fühlt sich gut an. Wie schnell kannst du hindurchfliegen? Vergrabene Schätze. Okay. Halte nach Jetstream Ausschau, um schneller fliegen und die Bestzeit zu erreichen. Okay, jetzt geht's auf Zeit. Schließe diese Herausforderung ab, um den Modus Geistrennen freizuschalten. Okay. Ja, das sieht aber ein bisschen merkwürdig aus, was sie da machen. Okay, also durch diesen Wirbel wird man schneller. Oh, gegen die Äste darf ich nicht fliegen? Oh, scheiße, scheiße. Okay. Muss man wissen. Machen wir das Ganze nochmal. Oh, jetzt mache ich es aber ein bisschen schneller.
Also die Steuerung ist wirklich super easy. Ja, jetzt habe ich den falschen Weg genommen. Naja, okay. Hochmut kommt vor dem Fall, sagt man, ne? Ich bin der Turbo. Oh, da habe ich es jetzt aber ein bisschen übertrieben, ne? Okay. Die Tunnel in diesem Bezirk können erkundet werden. Der Wind, der durch deine Federn raucht. Das heißt so viel, okay, das war's. Ich habe wohl nur 3 Leben, so wie es aussieht. Spielt keine Rolle, das geht hier auf Zeit. Ich will das bestmögliche Ergebnis haben. Komm schon. Ja, tut mir leid. Ey, jetzt geht's aber los hier. Was? Nein. Fortsetzen. Ja. Oh, ich war schon so weit. Oh Mann, oh. Die Tunnel in diesem Bezirk können erkundet werden. Ja, das weiß ich ja. Das versuche ich ja auch. Aber natürlich in Hochgeschwindigkeit. Komm, zack. Ach, der hat mich erwischt. Oh Mann. Also das ist natürlich, da muss man ja hochkonzentriert sein. Okay.
Nee, das... Auch das kriege ich hin. Oh ja, das kriege ich auch noch hin. Spätestens nach dem 100. Mal kriege ich es hin. Ich hab's geschafft. Wie viele Sterne? Ja, so mag ich das. Platz 3 in der Rennerergebnis. Oh, da war noch einer. Igeliti, wie viel trennt uns denn da? Oh, nicht viel. Neue Liga, Glückwunsch. Ja, neue Liga erreicht, Glückwunsch. Was denn für eine Liga? Ja. Okay. Ach, vierte? Das scheint wohl vierte Liga zu sein. Oh, na gut, dann bin ich ja noch ganz schlecht. Tja, die hämmern immer auf dem Boden. Ich weiß nicht warum. Aber fortfahren. Ja. Rekorde brechen tue ich dann wahrscheinlich offline. Gerückt, um deinen Fortschritt und Herausforderungen in der Nähe zu sehen. Prozent. Eins. 0, 2, 4, wo ist die 3? Was ist das da hinten? Du musst in der Story vorankommen, um dieses Kapitel freizuschalten. Welches denn? Ach, das da. Mhm. Oh, 129 brauche ich? Okay. Na, da habe ich eben gerade eine gesehen. Hier. Ja, wo ist denn 3? Da hinten ist 2. Zwölf.
Hell? Ach, ich kann gar keine mehr aufsammeln. Drei habe ich schon. Ja, da muss ich ja zu vier. Okay, dann fliegen wir jetzt mal zur vierten Herausforderung. Zeig deine Flugkünste und lass die Tiere in der Gegend wissen, der Himmel über diesem Bezirk gehört dir. Geistrennen. Schließe die Herausforderung ab, um in den Modus Geistrennen freizuschalten. Neige den Kopf, um Richtungen schnell umzusetzen. Ja, das weiß ich ja. Wieder durch Kreise, ja? Okay. Geht wieder nach Zeit. Wo geht's weiter? Oh. Ja, einmal nicht aufgepasst. Also nochmal. Ach, Mensch, 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 Mensch. Komm her. Oh, schon wieder genau dieselbe Stelle. Ah, das ist jetzt aber ärgerlich hier. Oh, ich liebe ja Fliegen, ne? Oh. Fliegen.
Also für meinen Geschmack könnte das sogar noch schneller sein. Ja. Was? Wieso? Was habe ich falsch gemacht? Liga 5. Also es scheint wohl nicht so gut gewesen zu sein. Ah. Okay. Dann würde ich sagen, hier verabschiede ich mich jetzt erstmal. Und ja, was soll ich sagen? Fortsetzung folgt. Wer Interesse hat, ich werde auf jeden Fall alles aufnehmen, was dieses Spiel betrifft. Und ja, dann bis dann. Und tschüss.